Jo Leute, was geht ab? Dero ist am Start und wir sind wieder hier bei MotoGP 14. Das nächste Karriererennen wartet auf uns. Es geht nach Aragon. Und ich bin ja mal gespannt, ob wir an unsere Leistung anknüpfen können. Wenn wir mal schauen. Dritter, erster, erster. Zwei Siege in Folge. Das ist unser neuer persönlicher Rekord. Und vielleicht können wir den ja sogar noch ein bisschen ausweiten auf drei Siege in Folge. Das wäre natürlich super schön. Aber dann müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Im letzten Jahr waren wir hier einigermaßen gut unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere. In dieser Saison sollte das noch besser laufen, weil unser Motorrad ist super entwickelt. Und ihr selber sagt es ja schon, es hat eine super Entwicklung hingelegt, das Motorrad. Und wir erzielen schon einige gute Ergebnisse bisher. So, und wir gehen direkt mal in die Qualifikation. Vorneweg muss ich sagen, oh, ist es bewölkt. Es sieht sehr bewölkt aus. Vorneweg muss ich sagen, morgen kommt keine Karrierefolge ausnahmsweise mal. Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Weil ich es zeitlich nicht gepackt habe, die im Voraus aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir machen morgen einfach mal eine Pause mit den... Ach Quatsch, gar nicht wahr. Wo wollte ich denn hier? So, unpräzise. So, morgen mal eine Karrierepause. Aber es geht halt wie gewohnt am Montag weiter mit der MotoGP 14 Karriere, mit den Karriererennen. Und ich würde sagen, wir begeben uns direkt mal auf die Strecke. Ich bin gespannt. Wir werden sehen, was uns hier Schönes erwartet. Es ist hier kein so tolles Wetter, wie ich erwartet habe. Es ist, ja, es ist bewölkt. Wir können nur hoffen, dass es trocken bleibt. Wobei wir eigentlich, oder ich ja jetzt eigentlich laut euch der offizielle, ja, Regengott bin. So habt ihr es ja genannt. Ich bin ja der offizielle Regengott, der neue Regengott der Motorradrennsport-Weltmeisterschaften, Motorradrennsport-Serien. Und da fühle ich mich doch schon mal ganz geehrt. So, und jetzt gehen wir hier auf unsere erste schnelle Runde. Ich bin ja mal gespannt, was wir hier Schönes hinlegen können. Ich hoffe, dass wir hier ein gutes Rennen hinlegen können. Ich hoffe, dass wir hier, ja, erstmal eine schöne Qualifikation sehen werden. Ich bin gespannt. Wir schauen einfach mal dann auf die Zwischenzeiten. Wobei jetzt vom Gefühl her ist der erste Sektor relativ langsam gewesen. Aber wir haben ja noch ein paar Ründchen Zeit, um das zu sehen. Oh, doch gar nicht mal so schlecht. 0,4 Sekunden schneller als der Führende. Ich weiß jetzt nicht, wer die schnellste Rundenzeit hingelegt hat. Auf jeden Fall sind wir mal schneller unterwegs und das hört sich doch schon mal ganz gut an. Jetzt geht's hier bergab. Finde ich sehr cool gemacht, diese Kurven. Erinnern so ein bisschen an Laguna Seca, an die Corkscrew-Kurve. Allerdings ist die Corkscrew natürlich nochmal ein ganzes Stück schwerer zu fahren. Muss man einfach mal sagen. Die Corkscrew-Kurve ist ja eine Kunst für sich. Leider ist die im aktuellen Rennkalender überhaupt nicht mehr zu finden. Der MotoGP, die Moto3 und Moto2 waren da sowieso nicht unterwegs. Aufgrund von Platzmangel in der Boxengasse und so weiter und so fort. Logistiktechnisch wahrscheinlich dann nicht machbar gewesen. Und deswegen war da immer nur die MotoGP unterwegs. Deswegen ist es auch ein bisschen schade, dass die Strecke nicht mehr dabei ist im Rennkalender. Man kann sie aber per DLC nachkaufen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil brauche ich nicht, denn die Strecke ist, wie gesagt, nicht mehr dabei und deswegen habe ich sie auch nicht nachgekauft. So, 0,3 Sekunden Vorsprung haben wir auf die schnellste Rundenzeit im letzten, nee, Quatsch, im zweiten Sektor auf dem Weg in Sektor Nummer 3. Jetzt schauen wir mal hier, die letzte Kurve, die war ja immer eine sehr gefährliche Schlüsselstelle oder eine sehr knifflige Schlüsselstelle, wo ich immer viel Zeit verloren habe, auch jetzt hier 0,6 Sekunden Rückstand und dann reicht es für die vierte Position. Und das ist trotz alledem noch sehr gut. Ich versuche mich natürlich noch zu verbessern. Keine Frage. Keine Frage. Gerade die letzte Kurve ist immer, ja, finde ich, ein bisschen knifflig zu fahren. Da habe ich noch nicht so den Bogen raus. Die letzte Kurve liegt mir wirklich noch nicht so gut. Das habt ihr auch beim letzten Rennen hier in der letzten Saison in der Moto3 schon gemerkt und auch mir gesagt. Das wusste ich natürlich. Das war mir klar. Und jetzt haben wir uns nochmal in Sektor 1 verbessert. Wir haben uns nochmal verbessert. Wir sind 0,480 Sekunden schneller und das Motorrad, ihr seht es selber, es liegt perfekt auf der Strecke. Da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln momentan. Ich kann die Kurven sehr schön, sehr eng fahren mit einer schönen Traktion. Kaum übersteuern, kaum untersteuern und ja, genau das ist das, wo wir darauf hingearbeitet haben. Es liegt wirklich sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Motorrad hier hingestellt mit dem Team von Tech 3. Und jetzt sind wir schon auf die sechste Position zurückgefallen. Allerdings haben sich die Kollegen auch verbessert. Und wir sind gerade auch dabei,
unsere Zeit nochmal zu verbessern. Ihr könnt es oben rechts nachverfolgen, neben meiner aktuellen Rundenzeit, diese ja, farbigen Striche, die dunkelroten bedeuten, dass wir die absolute Bestzeit haben, die orangenen bedeuten, dass wir unsere Zeit verbessert haben und die grauen bedeuten, dass wir weder schneller sind als die schnellsten noch unsere eigene Zeit. So, und wir fahren wieder absolute Bestzeit. Bestzeit im letzten Sektor, beziehungsweise hier in Sektor 2, Einfahrt zum dritten Sektor und jetzt hier diese letzte Kurve, die verhaue ich immer so ein bisschen. Auch jetzt passiert mir das wieder. Da habe ich irgendwie nicht so den Bogen raus, nicht so das Gefühl für diese Kurve. Und diese Runde wird nochmal langsamer als meine letzte. Wir haben uns nicht mehr verbessern können. Und das wird hier schwer werden für uns. Gerade im Hinblick auf Kurve Nummer, weiß ich gar nicht, wie viel das ist. Aber gerade im Hinblick auf die letzte Kurve. Und ich würde sagen, wir können im Grunde schon in unser Rennen gehen. Und das machen wir auch. Wir werden jetzt die Zeit vorspulen, in die Boxengasse gehen, also die Zeit vorspulen, auf dem Zeitenmonitor mal schauen, wie es da so momentan aussieht. Vinales mit der schnellsten Zeit. Jetzt sind wir schon auf die 9. Position zurückgefallen. Also ihr seht, Aragon, ich mag die Strecke, aber die letzte Kurve liegt mir einfach nicht. Da lasse ich so viel Zeit liegen, dass wir in diesem Rennen nur von der, in Anführungsstrichen, nur von der 10 ins Rennen gehen. Rabat hat sich die Pole Position gesichert. Vinales startet von der 2, Lüthi von der 3. Wir von der 9, Cortese 5. Mein Teamkollege wird 18. Jonas Folger auf der 15. Und ich würde sagen, wir können rübergehen direkt mal ins Rennen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich freue mich immer auf die Rennen. Ich sag's ja immer, ich bin gespannt, wie es wird und ich freue mich drauf. So oder so ähnlich sage ich es eigentlich fast jedes Mal, glaube ich. Das ist schon so eine Angewöhnungssache. Aber gut, solange es keinen stört, machen wir das weiterhin. Und ja, ich hoffe, euch gefallen auch die Videos mit der Racecam, diese zwei Einzelrennen oder das eine Einzelrennen der MotoGP und noch das NASCAR-Rennen, das kommt, glaube ich, noch. Ja, das kommt, glaube ich, nee, oder das war schon online und morgen das Ganze auch nochmal, dafür aber auch leider kein Karriererennen. Morgen wird es nur zwei Videos geben. So, jetzt ziehen wir erstmal hier den harten Hinterreifen drauf und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich morgen ausnahmsweise mal keine Karrierefolge bringen kann. Denn ich hab's, oh mein Gott, denn ich hab's zeitlich wirklich nicht mehr gepackt, das fertig zu machen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber dafür machen wir am Montag wieder richtig fett weiter auf der nächsten Strecke und dann geht es schon in die nächste Saison. Die, ja, die Wechselgerüchte und so weiter häufen sich jetzt hier schon in den Kommentaren. Der eine sagt, nein, Dero bleibt, der andere sagt wieder, nein, Dero wird zum Top-Team gehen. Ja, ihr könnt ja mal die Wechselgerüchte so ein bisschen aufmischen. Ja, was meint ihr denn? Was denkt ihr? Wohin ich wechsle oder bleibe ich? Und ja, das am Ende werden wir es dann sehen. Wie es ausgehen wird, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet. Und mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit vielleicht die Wechselgerüchte, wo es hingeht. Also ich sag mal so, Verhandlungen sind auf jeden Fall super gut am Laufen. Dazu werden wir gleich nochmal ein bisschen was sagen. Da können wir mal so ein fiktives Wechselgerüchte, keine Ahnung was, aufziehen. So, das Rennen kann von mir aus losgehen. Der Start ist erfolgt. Wir haben einen relativ guten Start erwischt. Kommen sehr schön von unserer Startposition weg. Da vorne wird schon eng. Salom, der zieht da jetzt rein. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier ordentlich durch Turn 1 kommen. Und das sieht ganz gut aus. Sind direkt mal auf die 7 vorgefahren. Ah, Luis Salom, da ist es ein bisschen zu eng. Und jetzt kommen noch Simeon und Corsi durch. Da habe ich die Lücke aufgelassen und wir sind auf die 10. Position zurückgefahren, aber das macht erstmal nichts, denn wir können jetzt hier in dieser Kurve auf Angriff gehen. Wenn wir ein bisschen später auf die Bremse gehen, kann man hier schön reinstechen und das hat wunderbar gepasst. Sind jetzt zurück auf der 8 hinter Luis Salom und Sandro Cortese. Die beiden, die liefern sich dann natürlich schon wieder ein heißes Duell. Oh, 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 da fahre ich auf. Das war natürlich jetzt nicht so super und wir hängen uns jetzt aber mal hinter die beiden hier rein. Luis Salom, da ein kleiner Bug mit der Gewichtsverlagerung aus den Kurven raus. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt hier wird es natürlich sehr eng, aber man muss dranbleiben. Man muss einfach jeden Millimeter nutzen, den man hier bekommt. Denn das ist hier alles geschenkter Platz, den man dann hat. So, und jetzt müssen wir uns reinhängen. Ihr seht schon, Aragon ist eine Strecke, die liegt mir nicht hundertprozentig. Trotzdem fahre ich sie wirklich sehr gerne. Oh, wer ist denn da hinter mir? Corsi. Der rammt mich da so ein bisschen, aber kann auch sein, dass das jetzt mehr mein Fehler war. So, und jetzt hängen wir uns mal rein. Wir schauen und können jetzt vielleicht hier an Cortese sogar vorbeigehen. Das sieht ganz gut aus. Der wird nicht kontern können. Und jetzt, oh, jetzt können wir hier sogar schon Agatha überholen. Schönes Überholmanöver. Ein bisschen untertourig aus der Kurve rausgekommen. Deswegen schießt Dominik
Agatha wieder vorbei. Dominique wird das ja dann, glaube ich, ausgesprochen, weil er mit der, wird ja französische Schreibweise, Dominique heißt das ja dann eigentlich. Wir bleiben trotzdem bei Dominique Agatha. So, jetzt seht das hier, die letzte Kurve, immer noch meine Schwachstelle hier in Aragon und da kommt es zur Kollision mit Luis Salom. Und wir sind auf der 6, damit wäre ich wirklich schon zufrieden, wenn wir das halten können oder vielleicht noch ein bisschen was nach vorne gut machen können. Jetzt erstmal Konzentration, dass wir Dominique Agatha bekommen nach vorne. Rabat ist auch nicht so gut dabei heute, ihr seht es, noch nicht mal auf dem Podium bisher. Kann sich natürlich noch ändern, ist auf der 4. Position. Wir gehen jetzt erstmal Agatha wieder vorbei an dem Schweizer Talent aus der Schweiz natürlich. Ja, das ist genauso wie der Finne aus Finnland, der Schweizer aus der Schweiz. Und wir sind der Deutsche oder wir sind die Deutschen aus Deutschland. Ja, kannst du mal sehen. Wer hätte das gedacht? So, jetzt schauen wir mal, da vorne geht es wieder richtig zur Sache. Vinales gegen Kallio und Lüthi. Aber wir holen uns jetzt erstmal Estef Rabat, der da nicht so gut heute unterwegs ist. Schauen wir mal. Jetzt können wir hier schön reinziehen vielleicht. Kommen mit Supertraktion raus. Das könnte reichen. Allerdings hier haben wir jetzt die engere Linie erwischt. Das ist ganz unglücklich in dieser Kurve, weil man dann zum Ende hin sehr weit raustreibt. Da merkt man dann doch nochmal den leichten Unterschied zwischen meiner Maschine und dann den Maschinen der Top-Teams. Ja, auch wenn es nicht viel ist, aber man merkt da schon einen Unterschied. Das ist leider so. Auch wenn wir eine gute Entwicklung haben, aber an solchen Strecken merkt man dann doch schon die Nachteile der Maschine des kleineren Teams. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier vielleicht Rabat... Oh, da gehe ich zu krass über den Körb. Da lassen wir Rabat natürlich erstmal wieder durch. Und vorne, Vinales ist auf die 3 zurückgefallen. Ich glaube, Lüthi hat da gerade sich die Führung schnappen können und sich gedacht, komm, jetzt übernehme ich die Führung. Jetzt wird er aber da vorne hart attackiert von den beiden. Die gehen da zusammen im 3-Wide in diese letzte Kurve. Jetzt schauen wir mal, dass ich von weiter außen anfahre. Vielleicht kann ich ja dann mehr reißen. Nee, auch dann nicht. Auch dann komme ich nicht so gut rum wie meine Kollegen da vorne. Auch dann verliere ich viel Zeit. Aber wir sind noch gut auf der 5 unterwegs. Müssen jetzt aber aufpassen, denn Agatha schießt da aus dem Windschatten vielleicht raus, wenn wir nicht aufpassen. Nein, das reicht nicht für ihn. Die erste Kurve gehört mir. Und vorne jetzt Kallio auf die 3. Lüthi auf der 1 und Vinales auf der 2. Aber Kallio setzt direkt schon mal wieder zum Angriff und Rabat denkt sich, jetzt möchte ich auch mal wieder mitmischen. Dreht da ein bisschen auf und ist sofort an der Gruppe dran. Also da geht es richtig, richtig gut zur Sache. Die beiden Teamkollegen attackieren sich da jetzt so ein bisschen. Da muss man natürlich immer aufpassen. Gerade zwischen Teamkollegen möchte man keinen Unfall irgendwie produzieren. Das möchte man dann doch eher vermeiden. Und da schert Vinales aus. Jetzt können wir hier vielleicht mal ein kleines Zeichen setzen. Aber das reicht noch nicht ganz, um dann eine Attacke zu bringen. Das reicht noch nicht. Jetzt hier vielleicht wieder in dieser Bergabpassage gleich beim Rausbeschleunigen, wenn wir da von weiter außen kommen. Nee, und hier sind wir im Viererflug unterwegs. Mit mir sind zwar natürlich 5 und jetzt greifen wir mal Kallio direkt an. Rabat, den haben wir da schon überholt, aber der kann jetzt hier außenrum kontern. Das wird ein bisschen eng, aber das reicht dann doch noch für mich. Und Vinales ist an Lüthi vorbei und ich denke mal, Kallio wird jetzt direkt hinterherfahren. Und die Lücke ist da, aber es reicht nicht. Das macht Lüthi sehr, sehr schlau. Denn die nächste Kurve ist eine Rechtskurve und er ist außenrum gerade gefahren. So, und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier an Rabat nochmal rankommen und wieder vorbeigehen. Ran sind wir ja. So, und jetzt können wir hier in vielleicht reinziehen. Nein! Und das war eine gefährliche Situation. Jetzt vielleicht den Windschatten nutzen und hinterher. Nee, das klappt nicht. Jetzt müssen wir erstmal wieder aufpassen. Dominique Agatha, der wird uns jetzt wieder aufholen und da vorne ist. Schaut euch das an. Schaut euch das mal da vorne an. Das ist heftig. Das ist ein heftiges Duell. So, jetzt fahren wir mal hier noch weiter außen an. Vielleicht können wir dann innen reinhalten. Ja, die haben wir schon besser erwischt. Haben wir schon besser erwischt als in der letzten Runde. Trotzdem, da geht noch mehr. Auf geht's in Runde Nummer 4. Boah, Kallio, Lüthi, Vinales. Das sind Wimpernschläge, wie die da über die Linie fallen. Jetzt habe ich mich ein bisschen verbremst. Trotzdem die Kurve noch super erwischt. Jetzt müssen wir mal schauen. Also da vorne geht es wieder richtig stark zur Sache. Momentan sind wir eher so der Beobachter, der stille Beobachter des Geschehens. Aber das kann sich auch gleich ganz schnell ändern, wenn wir mal ein bisschen aufdrehen, noch die Attacke dann setzen und dann die da vorne ein bisschen unter Druck setzen. Jetzt gehen wir hier erstmal schön vorbei an, ich glaube, Kallio war es, denn, Rabat war es. Jetzt ist Kallio wieder vorne, Rabat ist jetzt wieder hinten. Das war ein super Überholmanöver und Lüthi, der ist direkt dahinter. Kallio und wir gehen an, Vinales vorbei. Und Lüthi, ihr seht es, der setzt da direkt mal die Attacke und denkt sich, boah, da gehe ich jetzt mal vorbei. Die Führung gehört mir wieder. Aber jetzt bin ich auch noch dabei.
Und jetzt muss Lüthi aufpassen. Entweder attackiert er jetzt und wird von mir überholt oder er wartet noch einen Moment. Und dann kann ich nichts machen. Oh, 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 da komme ich jetzt weit raus. Das war natürlich jetzt ein dummer Fahrfehler. Macht nichts, wir sind noch dran. Wir sind noch dran und wir haben noch ein bisschen Zeit. Lüthi setzt an zur Attacke und geht vorbei, kommt aber zu weit raus. Kallio versucht dann natürlich direkt zu kontern. Wir werden überholt von Estef Rabat, der sich jetzt die dritte Position gesichert hat. Und Vinales ist auf der 4. Jetzt müssen wir aufpassen. Vinales greift da natürlich an und versucht da zu überholen, wo es nur geht. Jetzt setzen wir uns direkt mal neben Rabat, drängen ihn da ein bisschen raus. Aber das reicht trotzdem nicht. Der kommt da super gut aus der Kurve raus. Jetzt müssen wir aufpassen. Vinales, der lauert schon. Maverick Vinales. Und da vorne die beiden, die setzen sich jetzt ab. So, wir sind ein bisschen später auf der Bremse als unsere Konkurrenz. Jetzt schauen wir mal, dass wir da, ja, Anschluss finden. Diese Kurve hier schön erwischen. Und das sieht doch ganz gut aus. Letzte Kurve gut erwischt. Und jetzt, glaube ich, habe ich so einigermaßen den Bogen raus. Natürlich bin ich noch langsamer da vorne. Was ist denn da los? Da scheren sie schon wieder aus. Das ist hier ein fliegender Wechsel, Runde für Runde. Und hier entscheidet sich wirklich erst kurz vor der Linie, wer hier, ja, als Sieger aus dem Rennen geht. Und wir haben jetzt die schnellste Rennrunde aufgestellt. Man glaubt es kaum und trotz alledem fahren wir hier auf der 5. Da sieht man mal, auf was für einem hohen Niveau die 4 Jungs, natürlich mit mir 5, fahren. Und jetzt der Sturz. Was war das denn? Da bleibt mir das Vorderrad stehen. Da geht mir das Vorderrad weg. Ganz übler Sturz jetzt. Super ärgerliche Situation. Und somit fallen wir zurück auf die 7. Position. Oh Mann, ist das ärgerlich. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier noch reißen können. Da geht mir das Vorderrad einfach weg. Das kann natürlich jeden Mal passieren. Das darf aber nicht sein. Das ist eine ärgerliche Situation. Wer hätte damit jetzt... Und das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Auf einmal merke ich nur Vibrationen, löst die Bremse schon und da ist es eigentlich schon zu spät gewesen. In dem Moment geht mir das Vorderrad weg. Wer hätte das denn jetzt gedacht? Wir sind in der vorletzten Runde und dann stürze ich dann nochmal, weil mir das Vorderrad weggeht. Wir können... Oh, 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 oh. Ja, ihr seht es. Was ist denn jetzt los? Ganz unruhiges Motorrad. Und Lüthi holt sich die Führung. Und wir müssen uns jetzt reinhängen, wenn wir nochmal da zurück wollen an die Gruppe. Aber das wird schwer, das wird schwer. Das Motorrad hat zum Glück nicht viel abbekommen, ist nur über den Asphalt gerutscht. Und da geht gleich der nächste Sturz. Aber da ziehen wir, glaube ich, mal eine Rückblende, weil das war wieder die Sache mit dem Curb. Da sollten wir wirklich mal aufpassen. So, jetzt nicht über den Curb gehen. Wunderbar. Aber der Sturz gerade, das war unvermeidlich. Einfach zu hart auf der Vorderradbremse gewesen. Und schon geht einem da das Vorderrad weg. Einfach weggeklappt, ohne Vorwarnung. Überhaupt nichts gemerkt, nur eine kurze Vibration. Und da konnte ich schon gar nicht mehr reagieren. Da ist es schon im Grunde passiert. Ganz ärgerliche Situation. Aber auch das soll mal in einem Rennen vorkommen. Nach einer so langen Glückssträhne oder Erfolgssträhne, möchte ich es mal nennen, passiert das dann. Jetzt sind wir zurückgefallen auf die 7. Wir sind in der letzten Runde. Super ärgerliche Situation jetzt. Aber wir können nochmal auf Angriff gehen. Vielleicht kriegen wir dann Luis Salom und Dominik Eggerter da vorne noch. Dann sind wir wenigstens schon mal zurück auf der 5 und dann ist das noch okay. Dann ist das noch okay. Auch wenn mehr drin gewesen wäre, muss man dann einfach akzeptieren, dass es nicht so sein soll. Schade ist es natürlich allemal, aber ändern kann ich es jetzt nicht mehr. Hier ist es gerade passiert, beim Anbremsen auf diese Kurve. Da geht mir einfach das Vorderrad weg, ohne Vorwarnung, einfach mal eingeklappt. Super ärgerliche Situation, aber man muss wirklich dann weitermachen. Man muss wirklich dann weitermachen, einfach weiterfahren, das Rennen beenden und nicht lange drüber nachdenken, was da gerade passiert ist. Sonst, ja, sonst hat man wirklich keinerlei Chance mehr, da nochmal was zu reißen. Jetzt sind wir hier wieder hinter Dominik Eggerter. Da vorne sind schon Vinales und ich weiß nicht, wer es ist. Ich denke mal, Rabat wird es sein. Die kämpfen dann noch um die vierte Position. Ansichtssache natürlich, wer da um was kämpft. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir Dominik Eggerter vielleicht nochmal attackieren können. Wir müssen aber auch aufpassen. Salom ist hinter uns und wenn ich an die letzte Kurve denke, da kriege ich schon so ein bisschen Bedenken, dass das gut geht. Wir schauen einfach mal. So, und jetzt hier vielleicht in mal reinstechen, früh ans Gas. Schön rausgekommen, aber Eggerter erwischte den Knick da noch besser als wir. Und jetzt schauen wir mal. Letzte Kurve, das sollte aber für uns reichen. Wenn wir die Kurve jetzt nicht ideal erwischen, sollte das trotzdem für uns reichen. Da sollte Salom keine Chance haben. So, wir schauen jetzt mal, fahren jetzt mal weiter außen hier. Und ich sehe schon, der Indikator Salom kommt näher. Aber das reicht für uns. Kurve noch gut erwischt. Kommt sehr schön raus. Und dann reicht es doch noch
wenn auch knapp, für die sechste Position. Das habe ich mir wahrhaftig anders irgendwie vorgestellt, aber ja, so kann es gehen. Shit happens. Ihr wisst es. Shit happens, das passiert. Einfach mal ein Sturz. Wir haben jetzt auch schon lange keinen Sturz mehr gehabt. Und da muss man das einfach mal akzeptieren. So, hier nochmal die Highlights. Ein paar Highlights hinter mir. Da übrigens mein Teamkollege zu sehen, der ja leider wieder nicht so ein schönes Rennen abgeliefert hat, beziehungsweise nicht so eine schöne Qualifikation. Gut, so kann es gehen. Ich freue mich aber schon auf die nächste Saison. Und jetzt nutzen wir mal die Zeit, über ja ein paar Verhandlungsgespräche zu reden. Also, die ganz großen Teams sind natürlich an mir dran, das wisst ihr wahrscheinlich. Und unter anderem sind da die Top-Teams von, wo auch Rabat und Kallio dabei sind oder auch Lüthi unterwegs ist. Und ja, ich bin hier und da, das ein oder andere Angebot ist schon lukrativ. Ich würde mich schon freuen, da mit einem Team oder mit zwei Teamkollegen unterwegs zu sein. Also eine kleine Andeutung ist das schon. Ihr könnt ja mal eure, ja, Wechselgerüchte-Küche irgendwie aufbrodeln lassen mit prozentualer Wechselwahrscheinlichkeit von mir zu welchem Team. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich im Team mit Sandro Cortese fahren könnte. Wobei das Team natürlich nochmal ein Tacken schlechter ist, als wie wenn ich wechsle oder ich bleibe. Das werden wir alles noch sehen in der Zukunft. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich machen werde. Also MotoGP schließe ich schon mal vollkommen aus, das kann ich euch schon mal sagen. Nochmal ein schönes Jahr in der Moto2 natürlich. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht... Doch, das ist normale Geschwindigkeit. Das sieht irgendwie sehr langsam gerade aus. Aber gut, wie gesagt, Gerüchteküche brodelt natürlich. Doch, das Replay sieht verdammt langsam aus. Schaut euch das mal an. Naja, gut. Wird wohl alles so seine Richtigkeit haben. So, und ich würde sagen, wir schauen mal auf die Ergebnisse. Also, Mika Kallio gewinnt hier das Rennen vor Thomas Lüthi und Maverick Vinales. Rabat wird nur, in Anführungsstrichen, nur Vierter, Ärgerter auf der 5. Cortese wird Achter. Mein Teamkollege wird leider wieder nur 18. Und schauen wir auf die WM-Tabelle, wie es da momentan aussieht. Wir sind auf der 5. Und ja, geringe Wahrscheinlichkeit, da Lüthi noch einzuholen. Wahrscheinlicher ist es, dass wir die 5. Position verteidigen in der WM-Tabelle. Und dafür müssen wir uns wirklich noch reinhängen. Denn Dominik Ärgerter ist mir auf den Fersen. Er ist heute vor mir ins Ziel gekommen, glaube ich. Und das heißt natürlich bessere Punkte. Und das wird noch ganz interessant. 2 Punkte Vorsprung haben wir da vor dem Kollegen aus der Schweiz. So, und jetzt gehen wir mal zurück auf unseren Kalender in unserem Motorhome, in unseren kleinen Anhänger. Und schauen mal, was da Schönes auf uns wartet. Ich glaube, hier kriegen wir nichts mehr. Nee, hier haben wir nichts mehr bekommen. So, das Tech-3-Team. Wie gesagt, also noch ist hier nichts gegessen in Sachen Wechsel. Gerüchten und so weiter. So, wir hätten einen Testtag in Aragon, den überspringen wir aber natürlich. Dann geht's natürlich sofort weiter zum Twin Ring nach Motegi. Ihr schreibt mir in die Kommentare eure Wechselgerüchte, was ihr vielleicht so gehört habt, wo ich hinwechseln werde oder was auch immer. Ansonsten würde ich sagen, ich bin raus. Euer Dero. Macht's gut. Bis dann. Ciao.